300 locker oder 25. Leck mich am Arsch. Also kriegst du schon wieder das Grinsen. Wie kommt man auf die Idee, diese Monsterbögen zu schießen? Also mal so ganz durchschnittlich ist es ja nicht. Nein, das hat ja auch mit dem nichts zu tun. Nochmal, das heißt, ich schieße die Dinger, ich ziehe die ja nicht nur. Ich habe ja Europameisterschaften, ich habe einen Weltrekord geschossen mit 125 Pfund. Man muss damit treffen, wenn man damit nicht trifft, hat es auch überhaupt keinen Wert. Aber letzten Endes benutze ich das, um die Leute für Bogenschießen zu interessieren. Okay. Alles andere ist doch egal. Ja. Also nochmal, ich kriege genauso viele Punkte, wenn der Pfeil vorne im Kill steckt, wie wenn ich mit 20 Pfund schieße. Ja. Also die Pfundzahl ist primär einmal komplett egal. Wenn du die handeln kannst, ist es komplett egal, ob du mit 100 Pfund schießt oder mit 20, kriegst du keine Punkte. Letzten Endes hat es damit was zu tun, was ich für Werbung für den Bogensport mache. Und wenn ich 30 Pfund schieße, ich habe zig Meistertitel, internationale, nationale, das hat keine Sau interessiert. Aber kaum fällst du aus dem Wald und hast einen 150 Pfund Bogen in der Hand, dann sind sie plötzlich alle begeistert. Und das nutze ich. Mehr ist es nicht. Ich habe noch nie gesagt, die Leute sollen 100 Pfund schießen. Macht überhaupt keinen Sinn. Die effektivsten Bögen maximal bis 70, 75 Pfund noch. Top. Da hast du eine tolle Energieeffizienz. Alles drüber bringt überhaupt nichts. Energievernichtung. Für mich ist es Sport. Es macht Spaß. Es begeistert die Leute. Jeder darf mal dran ziehen. Hier, nimm mal den Redman und versuch dran zu ziehen. Kann halt keiner. Ich weiß nicht, ich kann es halt. Okay, ich treffe auch damit. Aber wenn du nicht triffst, kannst du aufhören. Klar. Das ist Quatsch. Macht überhaupt keinen Sinn. Aber mit Uhrschrei bitte.
sind mich jetzt echt erstaunt. Wir sind immer wieder, die probieren es immer wieder, aber